Hey, wir sind wieder auf der Bahn und... In der Kommandozentrale. Wir haben wieder hier unseren Special Guest. Ich bin auch wieder dabei. Jawohl! Ja, wohin fahren wir denn jetzt? Ja, Mops, erzähl mal, nach Lünen fahren wir zum See? Ja, ich dachte jetzt irgendwie, wir fahren am Lünen zum See. Ich hatte hier noch meine Freundin Lucky, hatte ich vorhin noch gesagt. Ich sage, ja, wir sind da, glaube ich, in Lünen am See. Wenn du Bock hast, kannst du ja auch kommen. Ja, hat sich aber erledigt irgendwie, aber Gott sei Dank, sonst wird sie da stehen und wir fahren nach Haltern am See. Jawohl, nach Haltern am See und was, dort tut's weh oder was ist dort los? Nee, ins Wasser. Ach, ins Wasser? Heute soll ja mega schönes Wetter werden und das wollen wir natürlich nochmal genießen und euch mitnehmen. Also im Radio habe ich gehört, ich habe Radio gehört mal, da haben die gesagt, der letzte schöne Tag. Genau, aber dieser letzte schöne Tag, wisst ihr, wie oft ich diesen Satz höre? Ich höre den Jahr für Jahr, dass Illomaz mir sagt, es ist jetzt der letzte schöne Tag und dann, das sagt er irgendwie gefühlt 20 Mal dann, glaube ich, im Jahr. Fahren baden, ne? Auch ohne Weste, nee. Heute ziehen wir lieber die Weste dann an. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Wir sind jetzt hier und da sehe ich irgendwas. Badestelle Silbersee 2. Nur Zutritt mit gebuchten Online-Tickets. Wir haben gar nichts gebucht, Leute. Was haben wir buchen? Das ist ein See, das kann wohl nicht sein. Auf gar keinen Fall ist das so. Wir fahren hier links bei der Absperrung. Komm, wir ziehen echt links vorbei. Wenn nicht, müssen wir jetzt online buchen. Wenn jetzt alle ausgebucht sind, dann können wir nach Hause fahren. Ja. Wir stecken ihnen jetzt einfach einen Zehner zu und dann passt das schon. Hoffentlich. Wir müssen jetzt Tickets buchen und Illo sieht sie ein und er sagt... Er hat sich nicht bestechen lassen, ey. Also... Armes Deutschland wieder. Illo? Was denn? Nee, der ist genauso ehrlich wie ich. Ich habe mich auch nicht bestechen lassen mit 10 Euro. Ja, Leute, wisst ihr Bescheid? Wollt ihr auch zum Silbersee? Wollt ihr zum See? Dann müsst ihr buchen. Müsst ihr buchen. Ab zum Strand mit Mutti und den Kleinen? Jo. Jawohl. Auto hast du abgeschlossen, Illo hat so ein Talent, klar. Du lässt doch, glaube ich, mal gerne offen. Also für wie viel Geld hat er uns jetzt reingelassen? Wie viel musstest du ihm geben damit? Also die Bestechung mit 10 war zu wenig, oder? Also 4,80 Euro pro Person und dann nochmal 4,30 Euro fürs Parken. Ey, ist Wucher. Früher hat hier 5 Euro Parken, jetzt nehmen die 4,80 Euro für den See. Ja. Wie, ja? Ja, was willst du machen? Können wir wohl, ne, nicht akzeptieren. Was willst du machen? Ey, sag mal, pellt sich deine Nase? Ja, danke. Ja, ja. Ja, Illo, wir haben uns den einen Tag da in Holland auch ein bisschen verbrannt, ne? Also heute wird mit Kokosöl eingecremt, oder was? Ja, unter anderem, genau. Das ist ein WC-Recht. Ja, schön. Leicht zu erkennen, da weißt du, wo du hin musst, ne? Wo du hin musst. Ich gehe im Wasserpipi machen. Ne, guck mal hier rechts daneben, da ist ein Baum, da kann ich hingehen. Wie, du gehst im Wasser pinkeln. Sarah, pinkelst du auch im Wasser? Sarah, willst du im Wasser pinkeln? Nee, danke, gerade nicht. Ach so, ich pinkel da auch rein. Man könnte jetzt bis da hinten hinlaufen, aber wer läuft denn bis da hinten hin? So, hier ist der Platz, oder was? Jo, hier ist unser Plätzchen. Ja, dann schlag mal auf deine Decke. Jo. Oh, Sarah, jetzt machst du dich aber ernst, ne? Sag mal deinen Knochen. Die 4 Grundformen der Angst. Ja, wir haben schon geredet. Wie würdest du mich nochmal einschätzen? Was wäre ich? Welche Form wäre ich? Also, es gibt 4 Persönlichkeiten. Es gibt einen depressiven Menschen, einen schizoiden Menschen, einen hysterischen Menschen und einen zwanghaften Menschen. Den lieben Illo würde ich eigentlich als depressiven Menschen einordnen. Passt wirklich zu mir. Und der liebe Mops, eine sehr zwanghafte Person mit ihrem schönen Putzwahn. Grundsätzlich bestehen wir aus mehreren Formen dieser Ängste. Also das macht mir jetzt selber schon ein bisschen Angst. Wie siehst du denn aus? Aus. Ja, guck mal hier. Habt ihr Erlaub gegessen? Warum trägst du meine Hose nicht? Ja, ich habe heute Bikini mit, Leute. Und heute liegt es daran, ich habe mich diesmal selber drum gekümmert. Ich habe gefragt, ist mein Bikini in der Tasche? Und er war in der Tasche. Ja, und war er eingepackt? Genau, er war eingepackt. Er war eingepackt. Aber ich habe mich schon mal vergewissert, Leute. Ja. Verlasst euch nie auf andere. Checkt immer selbst einmal die Lage ab. Das kommt sonst davon. So, hier, was ist eigentlich hier bei euch los? Guckt euch mal das Lager an, Leute. Wir sind hier nur am Fressen, Leute. So, guckt euch mal das Lager hier an. Ja, Pistazien. Ach du meine Güte, ey. Alle aufgegessen, die machen süchtig. Sarah hat sie mitgebracht. Was heißt kalt? Ist ein Rematch-Mops oder willst du noch... Na, Schnick, Schnack, Schnuck noch, ha? Okay, Schnick, Schnack, Schnuck. Ich möchte, dass du dich hier alleine blamierst von den ganzen Leuten und hier alleine... Nein, das ist ja von den Leuten hier, ne? Ja, nee, die kommt aber alle nachher am Parkplatz, wenn, ne? Warum das denn? Nee, klar, hier vor den Leuten. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh. Oh nein, ne? 1-0 für Sarah. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ha. Bam, 1-1. 1-2-3. Fällt rein. Oh ja. Oh. 1-2-3.
Macht kaputt, ne? Boah, Sarah, du musst ins Wasser. Ich hab gewonnen. Was war denn der Deal, oder nicht? Ich hab gewonnen. Das gibt's ja gar nicht. Was muss ich? Du hast doch gar nicht gewonnen. Du hast 1-1 ausgeglichen. Du hast letztes Mal verloren. Ey, ich hab ja, jetzt hast du kurz Leute, gewonnen. Leute, ihr habt's gesehen. Den Tag, den streiche ich im Kalender rot an. So, Sarah, los. Was haben wir heute? Drei Liegestütze und ab ins Wasser. Dass ich meine Schwimmklamotten heute nicht dabei habe. Ach, sie hat ihre Schwimmklamotten-Ausrede nicht dabei, oder was? Ich kann ja Elos Badeshorts haben. Genau. Ich habe eine Boxershort noch da vorne liegen. Die ziehe ich an, dann kriegst du meine Badeshorts. Komm, mach nach oben. Wie nach oben? Liegestütze und dann ab ins Wasser. Ach ja, erstmal sind drei noch. Steil, ja, aber Mops, lässt du sie jetzt hängen oder was? Ja klar, ich hab gewonnen. Das ist ja eine Freundin. Wir erinnern uns an letztes Mal, ey. Ja. Hammer hart, ey. Ich hab dir Gas gegeben. Ja, warte, ich muss so seitlich filmen. Ich will ja hier nicht so. Diese Zuschauer, die gucken mir alles schon mal durch mit der Kamera machen. Guckt mal hier alle hin. Hier macht jemand Liegestütze. Da geht's los. Eins. Zwei. Ich komm nicht runter. Drei. Ich glaub, die drei Liegestütze, das war der Anfangsdeal, oder? Was hast du vor? Ich finde, das war gut so. Ey, du willst dich jetzt so feiern und nicht nochmal spielen, weil du Angst hast, dass du neu verlässt. Nee, komm, jetzt eine Revanche musst du dir doch geben, oder? Achso, weil sie letztes Mal gewonnen hat, jetzt ich, okay. Jetzt steht es 1-1. Jetzt geht's darum, wer ins Wasser geht quasi. Also ich höre hier gerade eben raus, die Haare wollen sie nicht nass machen, verstehe ich überhaupt nicht. Ohne Haare, ja, wir Frauen, ihr kennt das. Was kennen wir? Ich kenne gar nichts. Haare, das ist immer so ein Thema. Haare müssen trocken sein, Haare werden auch separat oft gewaschen. Ja, dann gibt's Duschen mit Haare, Duschen ohne Haare, nur Haare. Nur Haare. Schnick, schnack, schnack. Unentschieden, ne? Wieso? Ach so, mach kaputt. 1-0 für Sarah. Okay, okay. Die Schere verkratzt sich an dem Stein. Schnack, schnuck. Bam, 1-1. Schnick, schnack, schnuck. Mach kaputt. Oh. Nee. Der Stein macht die Schere kaputt. Sarah, steig dich an. Was kann ich sagen? Schnick, schnack, schnuck. Deckt ab. 2-2, richtig, oder? 2-2. Final Point. Okay. Komm. Schnick, schnack, schnuck. Shit! Oh, Mops geht ins Wasser. Shit. Na komm, du bist hier der Hauptdarsteller. Nein. Komm doch mit, jetzt willst du mitkommen. Gerade noch keine Liegestütze machen wollen. Na los geht's hier. Solidarität, Sarah, kommst du mit? Die hatte ich beim letzten Mal schon. Komm, Mops, jetzt ab ins Wasser mit dir. Gehst du komplett, also komm, du machst doch Haken. Nee, also ich schlag vor, du gehst da vorne irgendwo hin. Und dann einmal drehen jetzt und dann runter. Vorsicht, Vorsicht. Oh, hier gibt es den ersten Kontakt. Ah, das sieht sehr gut aus. Oh, es ist aber echt kalt, Leute. Ach komm. Es ist wirklich kalt. Ist es echt kalt? Oh no. Ja, super, alles klar. Okay, jetzt bestimmt eine Revanche, oder? Das ist jetzt so richtig eisig auf der Haut. So, Leute, jetzt habe ich eine Idee. Jetzt heißt es mal. Schnick, schnack, schnuck, Sarah versus Illo. Nee, nee, nee. Wie Sarah versus Illo? Ja. Nee. Warum? Warum muss ich gegen alle Schnick, schnack, schnuck machen? Ja, weil gegen dich gewinne ich ja immer. Es können ja mal hier die Sieger machen. Mal gucken, wer hier besser ist. Illo? Ich hab jetzt schon Angst. So, und zwar Schnick, schnack, schnuck. Der Verlierer muss aufstehen und ganz laut was rufen. Ich bin der König. Ich bin der König des Silbersees. Ey, weißt du, du musstest da einmal reingehen, wo wir eh am See sind. Und wir sollen hier schreiben, wir sind der König, oder was? Was ist das für eine Nummer? Nee. Oh, Leute, die kneifen. Schade, das ist ja lustig geworden. Ja, weil du selber nicht. Warte, dann lass mich noch mal was anderes ausdenken. Ja, Mops ist eben noch in Wartestellung, also Überleger. Ich hab gerade schon gesagt, ne? Was also hast du gesagt? Eine von den drei, also ich denke mir jetzt noch was aus und eins von den dreien müssen sie sich dann aussuchen. Also es ist hier nicht Wunschkonzert. Ja, ne? Weißt du, wie lange das dauert, bis du dir was ausgedacht hast? Ja, warte. Ich versuche mir nicht so fies, also mir fallen viele Sachen ein. Also ich würde mich auch nass machen, sag ich mal, und hier so runterkuseln bis zum Wasser. Dann sehe ich aus wie panierte Schnitzel. Dich auch wie panierte Schnitzel hier runterrollen. Nass. Sarah hatte auch keinen Bock drauf. Genau, Sarah, auf was Leute. Hast du einen Bock? Was hast du von mir? Ich darf vielleicht nass bis hier hin und dann rüber. Ihr wisst schon, dass das euer Auto ist, ne? Ich habe keine Wechselknopf. Ach so, jo. Also egal, saugen wir aus. Das ach, echt, das auch. Entweder das,
einmal ins Wasser bis oben hingehen oder sich nass spritzen und dann hier einmal komplett den Weg, so wie das Kind da, das will ich jetzt nicht einblenden, einmal sich hier durchrollen bis unten zum Wasser. Oder ich gebe euch noch eine Sache, die habe ich mir jetzt ausgedacht. Da vorne ist so eine schöne freie Fläche. Wir machen Musik an und dann tanzt einer von euch. Da so einfach. Was ist denn für eine Musik? Wir müssen uns auf eine Sache einigen. Nicht der eine macht das, der andere macht das. Ja, nö, dann panieren wir uns da unter. Ich tanze doch nicht. Sarah, was sagst du? Sieht aus wie ein Tänzer oder was? Das ist doch jetzt total leicht für sie gemacht. Sarah, was sagst du? Was für tanzen? Wir können doch nicht tanzen, ey. Tanzen ist ja zu einfach für mich. Okay, wir riskieren, ne? Was? Also ihr könnt natürlich auch, ich bin... Ich panierte Schnitzel, sie nimmt das panierte Schnitzel. Jetzt geht's los, das ist das Match des Jahres. Schnick, schnack, schnuck. Bam. So hat sie nämlich die ganze Zeit angefangen und ihr könnt es nämlich gucken. Oh, das nein. ist Psychologie. Oh nein. Oh, ich darf mich noch nicht zu früh vor, sonst verliere ich noch den Schnick, Schnack, Schnuck. Nein. Jawohl, 1-1. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Nein. Schnick, Schnack, Schnuck. Steckt ab. Hello, du bist das panierte Schnitzel. Ich will wieder gegen Mob spielen, ey. Das Sarah, du hättest lieber sagen sollen, komm, wir machen der König des Halterner Sees. Nein, das ist... Okay, ich bin der König des Halterner Sees. Jetzt rein ins Wasser. Es war nicht die Regel da. Und jetzt stolper ich hier schon. Der König des Halterner Sees, wir haben abgesprochen, panierte Schnitzel. Dann mach ich doch. Ach so, ja, dann wenn du beides machen wolltest, ja, bitte. Also ich mach dir das mal. Hello, das Kind! Jeder Tag ist irgendwann zu Ende. Sarah, wie war's? Super. War gut, oder? Ja. Wie sieht's aus mit einem Abo für uns? Ich bin Gott sei Dank kein paniertes Schnitzel. Ja. Ich mach keine Werbung für euch. Immer Sarah, noch. Gib doch mal ein Abo, ey. Hast du uns abonniert? Weil er weiß. Ey. Aber natürlich habe ich das. Aber ich habe gesehen, bei Instagram bist du jetzt bei uns, ne? Auf der Seite von uns. Ja. Mit einem Foto. Hat deine Frau mich gefragt, ja? So. Das Foto habe ich gelten lassen, ja. Oh, immer. Ist in Ordnung. Richtig busy jetzt hier, ja, bei uns, bist du. Ich werde hier jetzt auch schon... Ist jetzt gesigned quasi, ne? Ja, yeah. Sarah. Sarah, das erste Signing. Sarah, haben wir eigentlich meine Sandalen eingepackt? Die Sandalen? Ach du Scheiße. Achso, nö, die habe ich, glaube ich, eingepackt, ja. Okay, wollen wir mal lieber schauen? Also hier ist jetzt wieder der Fall. Du willst an den Kofferraum dran? An den Kofferraum, komm nicht an den Kofferraum. Weil der Taster geht nicht mehr. Jetzt musste ich erst den Schlüssel aus der Zündung nehmen, hier drauf drücken, dass wir an den Kofferraum kommen. Ja. Jetzt einmal gucken. Also Nian-Sandalen haben wir schon mal, das ist auch schon mal wichtig. Also ich habe deine da auch reingepackt. Ah, ich habe sie, okay, gut. Aber du kannst ja auf barfuß wieder bleiben, ne? Genau. Tut ja noch gut, ne? Na komm, ab nach Hause. Was hast du da schon wieder gekauft? Unsere fleischfressende Freundin. Ja, guck ich mal, brauch gibt's halt Fleisch. Nicht. Zeig mal. Ohne Fleisch komme ich nicht klar. Sofort wieder zum Sofortessen. Die Frau kann nicht abwarten, bis sie zu Hause ist. Da kommen bestimmt wieder Kommentare. Ja. Und letztes Mal kam ein Kommentar, Sarah, ich will ein Kind von dir. Super! Das ist genau das, was ich im Moment brauche. Jo. Genau. Nicht. Abend. Ja, auch dieser Tag geht jetzt einfach mal zu Ende. Wir mussten diesen Tag heute auch einfach an der Sonne nutzen. Ab morgen steht nur noch Regen an und... Ja, da müssen wir uns andersweitig beschäftigen. Deswegen war heute einfach nur mal ein Spaßtag wieder. Genau. Mit nicht viel Sinn. Wir kamen heute nicht weiter, aber wir haben wieder sehr, sehr viele Kommentare gelesen. Beantwortet. Und, genau, sehr, sehr viele beantwortet auch. Und müssen jetzt auch einfach mal so ein bisschen das nachvollziehen und mal gucken, so, was hat der für eine Vorstellung oder Idee. Und ja, da ist einfach so viel Aufarbeitungszeit jetzt. Und ja, ich glaube, man muss sich hier und wieder auch ein bisschen strukturieren. Und das machen wir. Genau, besprechen. Besprechen und dann einfach... Und Familienzeit auch haben, ne? Deswegen. Ja, genau, das ist auch ganz wichtig. Wir hängen uns da jetzt im Moment ganz schön rein und das kostet auch sehr viel Kraft und Energie. Und auch das hier mit den Videos ist nicht mal eben einfach so dann abends zusammengeschnitten. Ja, und du schneidest ja abends momentan und davor den Tag haben wir das wirklich gedreht. Das ist wirklich, ne? Also gestern haben wir gedreht und heute ist es das erlebt. Das, was ihr jetzt heute seht, das haben wir gestern erlebt und dann abends geschnitten. Dann ist hier wirklich Ewigkeiten, sorry, wir sind hier gerade noch am Abendbrot oder wir sind jetzt fertig mit dem Abendbrot. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt,
Elo und Mops. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Und mir. Ja, genau. Super, ciao.